Im Jahre 1880 flogen zwei Meteoroiden direkt auf die Erde zu. Sie landeten im Wilden Westen auf einer seltsamen Insel. Man möge ja denken, so etwas würde ein Aufruhr herbeiführen. Doch die Menschen dieser Zeit waren so sehr damit beschäftigt, ihr maues Leben zu führen, dass niemand sich viel dabei dachte und das Geschehene bald vergessen war. Und jetzt widmen wir uns dem Zeitpunkt, wo unsere Geschichte wirklich beginnt. Und hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play, und zwar Gunbill, Gunman's Proof. Ja, dieses Spiel haben wir wieder SNES Projects zu verdanken. Finde ich sehr schön. Gefällt mir. Okay, dann, ich weiß eigentlich nichts über das Spiel, muss ich mal offen und ehrlich zugeben. Aber ich muss mal sagen, komm, wir reden nicht drüber. Wir gehen einfach mal auf neues Spiel, liebe Freunde. Und nochmal herzlichen Dank an SNES Projects für dieses tolle neue Spiel hier. Und wir gehen mal auf neues Spiel. Jetzt geht es wieder mit den Normen los. Cowboy-Norm, wir nennen ihn Zwiebelcheck. Oder Cowboy Dodo. Kennt ihr noch jemand? Na, wer war Cowboy Dodo? oder wir nennen ihn ganz einfach Carlo Petersoni. Na, wer war das? Genau, Bud Spencer. Oder Bambino. Bambino kommt doch eigentlich auch ganz cool. Das ist auch aus... Ach, welchen Film war das gleich? Ich glaube, hier Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill. Der Bambino oder Bud Spencer. Und wir nehmen die Fuzzi. Oder Kaktus-Check. Wie kann man denn? Wir nennen ihn... Bambino, komm. Komm, pass das rein. Bam. Bam. Scheiße. Ich hab jetzt 4 Buchstaben. Check. Check ist mir aber zu langweilig. 4 Buchstaben. Nimm mal doch Dodo. Nee, Dodo ist doof. Winnetou. Winnie Touch. Nee, auch nicht. Ah, immer diese Namen. 4 Buchstaben. Ach, Check ist mir zu langweilig. 4 Buchstaben. Verdammt, 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 verdammt. Wir denken uns einen Namen aus. So hast du die erste Folge. Wir nennen ihn snesprojects.de. Wir nennen ihn Ach komm, alter Cowboy-Name, wir nennen die doch Check. Ich bin Check der Cowboy. Das ist cool, wann ist geklaut? Ach ja. Okay. Mal sehen, wie viele Namen das jetzt hier werden. Bestimmt wieder 20.000. Nein, bloß einer. Hui. Kurze Zeit nach dem Meteoroideneinschlag wurde die einst friedliche Insel von beunruhigenden Geschichten. Seltsame Monster tauchten auf und bedrohten die Menschen. Nein! Und wo immer ein Monsterangriff hinterließ es ein, wurscht ein flößendes Wappen. Aber unsere Revolverhelden stehen bereit. Demizet. Dieses Wort, eingeschriebenes, eingeschrieben in das Wappen, wurde im Namen dieses seltsamen Bösenwichte. Kommen wir zu Brongo Village. Eine kleine Stadt im Süden der Insel. Und das Zuhause unseres Helden, den jungen Check. Warte mal kurz, junger Mann. Wie oft habe ich dir schon gesagt, wie oft du sollst nicht außerhalb des Dorfes spielen, hm? Jetzt schau mich nicht so an. Komm nur schnell wieder nach Hause. Yeah.
ist der Lausemängel schon wieder aus dem Dorf gerannt, obwohl wir es verboten haben? Beruhig dich, Schatz! Du kannst ihn nachher verprügeln! Nein! Nein! So wird er niemals aus Fehlern lernen! Nein, nein, wird er nicht! Nein, ich würde diese kleinen blöden UFOs als Earthbound. Nein! Ich hasse diese UFOs. Cool gemacht. Oh! Ah! Geister! Erdenkind, wir würden das sehr schätzen, wenn du uns zuhören würdest, ohne so viel auszuflippen. Ah! Geister! Das ist der Tonnebel. Kannst du nicht die Klappe halten und zuhören? Manometer! Jawohl! Wir sind Weltraumscheriffs aus einer fernen, fernen Galaxis. Dort herrscht nämlich Krieg. Seid gegrüßt, mein Name ist Zero oder Zero. Also Null. Moin, ich bin Garo. Wir jagen und verfolgen den berüchtigten Weltraumverbrecher Demi. Weißt du was über ihn, Erdling? Demi, ich hab keine Ahnung, aber das klingt fast so wie Demisids, die hier auf der Insel Ärger machen. Demisids? Ich denke, wir sollten weitere Nachforschungen anstellen. Meinst du? Dass Mono auf diesem Planeten gestrandet ist. Was? Wer ist Mono? Ein Weltraum-Sheriff, der von uns hinter Demi her war. Könnt ihr den Namen nicht bekannt vor, was? Nein, nicht mal eine Kleinigkeit. Das könnte ihr zugestoßen sein. Ich ziehe los und stoppe mit dem Gauner Demi alleine. Wartet. Ups, Entschuldigung. Wie dem auch sei, wir sollten uns schnellstmöglich mit Mono zusammentun. Bei der Kette Mysterio, aber zuerst zu dir, Erdling. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wie kann ich dir helfen? Unser Körper kann auf diesem Planeten nicht so richtig lange überstehen, weißt du? Also ich würde gerne deinen Körper für unsere Senior ausleihen. Darf ich? Wie bitte? Spinnst du? Warte, Captain. Bist du dir sicher? Oh mein Gott! Hältst du jetzt mal die Klappe? Wenn unser Sheriff nicht dank deines Vorkünstes so mitgenommen wäre, gäbe es überhaupt keinen Grund, jemanden zu fragen. Gut, du hast recht, aber... Sind sicher, das geht in Ordnung! Was? Bist du dir sicher, Erdling? Yeah, ihr seid doch hinter diesem fiesen Typen her, richtig! Wenn ihr glaubt, dass ein Kind wie ich euch helfen kann, dann tue ich das gerne! Danke dafür, Erdling! Wir sind dir zu großen Dank verpflichtet! Wie ist dein Name, Erdling? Ich bin Jack the Ripper. Nein, Jack. Gut, Jack. Wenn es dir nichts ausmacht, dann werde ich dich jetzt mal bekannt. Entspann dich und bück dich. Okay. Alles in Ordnung, Captain, ne? Oder sollte ich jetzt Jack sagen? Es ist ein bisschen eng hier drin, aber nicht so ungemütlich. Ich sollte jetzt die Nachforschung in diesem Körper beginnen. Karodo kümmert sich um die Reparatur unseres Schiffs. Und versuche die beinigen Daten unserer Feinde zu finden. Jawohl, Captain! Hey, Jack. Was war das für ein lauter Knall? Schnell, versteck dich! Alles in Ordnung, Jack! Du bist doch nicht verletzt, oder? Jack! Nein. Wow, das ist aber ein großer Krater. Sind die Demisids dafür verantwortlich? Ja. Aber mir geht's gut. Sie sind irgendwo hier hingerannt. Sag bloß, du gut sieh, dass du nach Hause. Du gut sieh, dass du nach Hause kommst, das würde ich schon ganz schnell sorgen. Okay, können wir uns jetzt? Jetzt können wir uns bewegen. Okay, wir sind also hier unser kleiner Jack, unser kleiner Super Cowboy.
Entschuldigung, ich bin leicht erkältet. Meiner Grimme, ich muss sterben. So. Können wir mit ihm reden? Ni hao, Kailan. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sil. Das war rassistisch. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sil. Ich bin Leisendel Händel. Seinen Laden in dieser Stadt aufgeschlagen hat. Dell verkauft. Dell Verkauf beginnt bald. Erstmal muss ich Dinge finden, die ich verlaufen kann. Schau doch mal wieder Lein. Ja, hat er reingeschrieben, heißt aber Lein. Ich will Sel erfreut. Ding dong. Okay, das ist unser chinesischer Händler. Hallo Pferdchen. Ups. Ah, ich kann auch ins Wasser. Cool. Okay, doch. Aha! Scheiße, Lebenspunkt verloren. Okay, wenn wir zu tief ins Wasser gehen, verlieren wir Lebenspunkt. Er kann also nicht schwimmen. Gut zu wissen. Schön, wir reden. Mein Vater ist ein Farmer. Er ist spitze. Fritze. So, kann man irgendwas klauen? Hi, Farmer Jack. Hi, Farmer Vater. Hey, Jack, wie geht's dir? Oh, was ich mache? Ich werde mich um ein paar Pferde aus dem westlichen Bein kümmern. Ich bereite mich gerade drauf vor. Okay. Saloon, los, wir haben jetzt erstmal einen Whisky hin. Hey, aber mal zieh, wenn du mutig bist, Cowboy. Zieh! Junge, du siehst aus wie jemand, der an der Schlacht zieht. Nein, sag nichts, ich weiß es bereits. Du siehst zwar etwas merkwürdig aus, aber das Ärmste funkelt in deinen Augen. In Ordnung, Kleiner, lass mich dir eine Fertigkeit lernen, die ich kurz vor Ende meiner Reise erlernte. Ach, cool. Aufladeschuss erlernt. Oh, geil. Drücke und halte den A-Knopf, um mit der Aufladung zu beginnen. Lass die Taste los, wenn dein Körper anfängt zu blinken. Und du wirst einen verdammt starken Schuss abgeben. Cool. Okay, es lohnt sich also, sich umzuschauen. Hey, Baby. Na, mein Schneckchen. Wow, du bist aber ein süßer Kunde, du Kunde. Kische, kische, kische. Gib mir einen Whisky. Howdy, Jack. Bist du hier, um dich etwas abzulenken? Yo, gib mir einen Whisky. Okay, geht nicht. Kann man vielleicht nur eine Flasche nehmen? Nee. Und das nehmen? Nee. Okay, es gefällt mir schon. Es gefällt mir schon wieder dieses Spielchen. Mir gefallen die Spiele in diesem Stil. Verzeihet mir. Dup, 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 dup. Oh, was ist das? Kirsche. Eine Kirsche. Howdy! Junge Dame. Ach, Entschuldigung, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Hallo, Jack. Ein schöner Tag, oder? Ich möchte nur, wir müssen uns über die Dingsies eine Sorge machen. Seufz. Nicht mehr lange, junge Dame, und ich habe sie erledigt. So, gehen wir hier rein. Was bist du? Bist du ein Plopp oder eine Frau? Oder willst du mich zu Tode knutschen? Okay, komm mal her, red mal mit mir. Kulub als Frau, hm? Und ich schwöre, ich verlasse diesen Mann. Dieser alte Kogel hat sich seine ganze Waffe von den Demeschieds klauen lassen. Was sollen wir jetzt gegen sie tun, wenn wir keine Waffen mehr im Kampf haben? Es ist beschämend, einfach nur beschämend. Ich hab mir so gedacht, die Stimme passte der. Hört man ja noch mal aus, das würde ich auch mal durchsuchen. Er stellt das Haus hier noch. Waffen. Haben wir noch kein Geld, ne? Okay, hier gibt's auch einen Waffenladen, sehr schön. Howdy, Bo. Sieht der aus. Howdy, Partner. Kulubatsch. Howdy, howdy. Komm mal rein. Ich wünschte. Könnte dir etwas anbieten, aber die Wahrheit ist, dass die Demisids alles gestohlen haben, was ich zu verkaufen hatte. Los. Drüber hinaus, Freunde. Oder? Nee, doch nicht. Jetzt ist alles, was ich machen kann, andere Leute zu zeigen, wie sie die Waffen benutzen. Dabei macht es keinen Unterschied, dass du ein Kind bist. Verdammt. Noch mal.
Na, dann zeig mal, wie benutze ich eine Waffe. Wenn es jemand gäbe, der standhaft genug wäre, sich den Dimmisids entgegenzustellen. Bin ich doch. Hallo? Ach, verdammt. Okay, der Tipp ist nochmal dasselbe. Ich wollte gerne abbrechen, geht aber nicht. Ja. Na komm, das haben wir schon gelesen. Macht Spaß, das Spiel. Ja, es macht keinen Unterschied, dass ich ein Kind bin. Also zeig mir, wie ich eine Kinderwaffe benutze, alter Mann. Welche nehme ich denn? Ich nehme die WK-47. Nein, die Kalaschnikow. Alles so toll. So, okay. Genug geflennt. Gut, also hier scheint es so auszusehen, als ob wir dann hier Waffen kaufen können. So, hier waren wir drin. Hier waren wir rein. Schwupps. Ach, hier wohne ich ja. Ich habe gehört, du hast schon wieder außerhalb der Stadt gespielt. Dafür kriegst du ein Handy. Blöde. Du hast jetzt davon. Warum zerlässt er nicht auf deine Mutter? Du! Sie macht sich Sorgen um dich. Bitte. Nee. Was sagst du? Wieso freut er sich so? Also wenn ich einen von meinen Schaden kriege, freue ich mich doch nicht so. Also unser Sinn für Gerechtigkeit wurde geschwächt. Und deshalb müssen wir den Dimmisid vernichten, Vater. Und deshalb müssen wir den Dimmisid vernichten, Vater. Was glaubst du, wer du bist? Verdammter Mangel! Klatsch! Ja, so macht man das! Oh, Liebling, sei nicht so hart mit ihm! Sei still, Weib, sonst fängst du auch gleich eine! Voll die damit prügelt, das arme Kind. Was zum Hölle redest du da? Glaubst du wirklich, dass du das mit den Dimmisid aufnehmen kannst? Hör auf, mit so ein bisschen voll zu quatschen! Ach du Gott! Du versprichst uns jetzt sofort, dass du dich nicht mehr aus der Stadt herumtreibst. Los jetzt, sag es! Ich sag einen Scheißdreck, du Arsch! Ich freu mich nämlich schon wieder! Wieso freut er sich immer? Der hat voll eine geschaut kriegt von seinem Vater. Das macht man doch nicht. Was? Niemand kann uns stoppen. Unsere Mission ist, die Dimmisid zu vernichten, Vater. Ne? Geht's doch? Verdammter Mängel! Klatsch! Du Liebling, sei nicht so hart mit ihm! Sei still, Weib! Du hast mir überhaupt nicht zugehört, Junge! In Ordnung, wenn es so sein soll, mach doch, was du willst! Aber hör mal genau zuhören, sonst schauer ich dir noch eine! Wenn du dich wie ein Mann dafür entscheidest, werde ich dir wie ein Mann darauf antworten! Bevor du nicht wenigstens eine dieser Dimmisid fertig gemacht hast, will ich dich nicht in diesem Haus nicht mehr sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ach, sei nicht so hart! Oh Liebling, sei nicht so hart mit ihm! Sei still, Weib! Und fängst du eine! Guckst du genau an, willst du dir, kommt du zu weh? Lass mich gehört, verschwinde aus meinem Haus! Ach du Sau, voll eine in die Fresse geklopft ist, oh mein Kind! Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön!